Ja, hallo, hallo, Bigfoot Farmer hier. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge U-Boat heute Abend. Wir hatten das Spiel ja schon angefangen und sind schon mal, Entschuldigung, etwas in die Nordsee rausgefahren, haben schon mal so unser Schiff beladen und machen jetzt eine rudimentäre Patrouille zu Kriegsbeginn in der Nordsee. So, wie sieht es denn hier momentan aus? Wir haben momentan rotes Licht an. Mein Kapitän, der hängt hier gerade in seiner Kabine rum. Es ist jemand am Horchschrauben, wunderbar. Wie viel Uhr haben wir denn? Sieht man das hier irgendwo auf einem Blick? Gibt es hier innen drin irgendwie eine Uhr oder so? Nee, müsste ich jetzt in die 3D-Ansicht kommen, in die Third-Person-Ansicht, oder? So. Hier am Kartentisch müsste doch eigentlich eine Uhr sein, oder nicht? Nee. Ist es nicht? Dann gucken wir mal ganz kurz. Ah ja, hier oben steht es. 4 Uhr morgens. Ich glaube, wir wollten erst noch mal ein bisschen hier unter Wasser bleiben und einfach horchen. Wir gucken mal, checken mal die Karte. Und dann können wir mal hier ein Lineal anlegen. Okay, wir haben jetzt maximale Horchreichweite. Das ist als Hesse nicht so einfach. 100 Kilometer. Also schon sehr weit könnten wir theoretisch Schiffe hören. Unsere Mission ist hier zu patrouillieren für 2000 Kilometer. Wir haben schon mal so ein bisschen Zickzackkurs und einen normalen Patrouillenkurs definiert. Kann ja auch Marker setzen. Kann ich eigentlich alles auf der Karte irgendwie löschen? Mit Rechtsklick vielleicht? Ne, ich muss das dann einzeln löschen oder was? Okay. Wir befinden uns auf Periskoptiefe, fahren relativ schnell. Können ja mal halbe Kraft voraus fahren. Ah, dann ist es auch ein bisschen leiser und unsere Horchreichweite erhöht sich um ein paar Kilometer. Ich könnte theoretisch dem. Ah, er hat schon einen Matrose. Dann, ich glaube, dann verbessert sich auch die Horchreichweite, wenn ich dem jetzt nochmal irgendwie Matrosen zuweisen würde. Gut, wir können jetzt natürlich nicht so weit sehen, weil es draußen dunkel ist. Also 2 Kilometer ist da, glaube ich, schon sehr optimistisch. Hm. 15 Stunden auf See, Wind 24 Knoten. Die Genauigkeit der Navigation lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist aber gut. Unser Kapitän ist jetzt hier an Karten lesen. Das sollte helfen. Der Knot an den Maschinen, der ist sehr erschöpft. So wie es aussieht, oder? Er hat 0 EP. Maschinist Sternchen. Heißt das, dass er eine Fähigkeit hat, die ich hier vergeben kann? Nee, was heißt Maschinist Sternchen? Kapitän. Der hat leitender Ingenieur. Herr Kaloy, Kapitän. Was bedeutet dieses Sternchen? Ach, das kann sein, weil ich ihm vielleicht andere Jobs zugewiesen habe, als er standardmäßig hätte. Weil ich das manuell angepasst hier in der im Dienstplan.
Maschinist. Ah, ja, okay, okay. Hat er gerade gesagt, so müde. Knot, ah, da ist er. Der muss jetzt erstmal unbedingt pennen gehen, weil er ist total erschöpft. Okay. Naja, dann ist das halt so. Nach Dienstplan hat er die Nachtschicht, der Knot? Das ist schon. Vielleicht sollte ich das hier nochmal definieren, dass der auf jeden Fall mal vor seiner Shift 6 Stunden pennen geht. Gut. Mannschaftsbelastung ist zu hoch. Minus 5 Minuten, minus 5 pro Minute Moral, aber ich habe vielfältige Gerichte. Das gibt mir plus 8. Also das ist, gleicht sich da sehr gut aus. Das war nämlich auch ein Grund, das wusste ich noch von der vorherigen Version, dass es wichtig war, hier auch ein bisschen Gemüse und so hier den Jungs anzubieten. Dann sind die einfach glücklicher über die... Draußen sieht man nichts, es blitzt und donnert einfach nur. Ich würde jetzt mal in den Kartenmodus gehen und etwas vorspulen. Hier unten war die Zeit. Es ist immer noch Nacht. Wir warten jetzt mal so ein bisschen darauf, dass es heller wird. So 5 Uhr morgens. Jetzt denke ich mal. Ja, so richtig viel sehen tut man noch nicht. Aber trotzdem würde ich an dieser Stelle mal auftauchen. Tiefen, muss mein Tiefenmesser. Gibt's hier diesen schönen Tanks anblasen. Dann läuft der Herr Hoffmann jetzt da rüber und das kann man natürlich auch alles manuell machen, ne? Das ist das Schöne an diesem Spiel. Dann würde man selber einen kontrollieren, der jetzt diese Aufgabe vertritt. Wechseln auf diesen Motor. So, da ist unser Boot wieder aufgetaucht. Dann können wir hier unseren Funker mal eine Ruhepause gönnen. Wir brauchen jetzt nicht mehr ein Mikrofon. Und wie sieht es mit der Kartengenauigkeit aus? 88%. Kapitän? Könnte jetzt. Achso, ich wollte jetzt eigentlich. Achso, ja, ich muss jetzt per Hand. Ich wollte eigentlich nur das Licht jetzt wieder auf die normale Beleuchtung ändern. Normale Beleuchtung, genau. Immer noch relativ flach hier, nur ist es 41? 43 Meter, obwohl wir schon hier bis ziemlich hoch. Von der Küste entfernt sind, in der Nordsee. 120 Kilometer entfernt hier von den Niederlanden. Friesland müsste das hier sein, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall ist da immer noch relativ seicht, muss man sagen. Gut. Moment, warum war... Achso, der Treibstoffverbrauch ist relativ hoch. So, um 6 Uhr ist dann Schichtwechsel. Ein bisschen vorspulen.
müsste ja jetzt automatisch dann mein Weber hier die den Job an den Maschinen übernehmen, dass der Kraftstoffverbrauch nicht ganz so hoch ist. Achso, jetzt geht er automatisch hier aufs Karten. Genau, 6 Uhr, er ist am Maschinenraum, 6.44 Uhr, genau, das sieht doch wunderbar aus. So. Ganz gute Sicht eigentlich. Aber die maximale Sichtweite ist trotzdem relativ gering, obwohl nur 6 Kilometer. Okay. Ziemlich weit reinzoomen in der Karte, sogar bis in die 3D-Ansicht. Ja. Ja, wir fahren jetzt, wir hatten jetzt gerade eben erst geprüft, also es war ja irgendwie so 100 Kilometer weit, da würde ich mal sagen, dann würde ich jetzt nochmal eine Linie hier ziehen. Wir fahren jetzt nochmal 50 Kilometer geradeaus. So. Und dann gehen wir nochmal auf Periskopiefe. Und lauschen nochmal. Ja, da gehen die Jungs alle rein. Dann schicken wir den Kollegen hier mal an. Das ist Hydrophon, dass er das mal überwacht. Schotten schließen. Ah, das ist ein neuer Befehl hier zum Beispiel, den kenne ich jetzt noch nicht. Alarm kann man auflösen, direkte Befehle beenden. Ein Tiefenruder elektrisch. Das weiß ich jetzt auch nicht so ganz, was das bedeutet. Das kann man dann wahrscheinlich auf mechanisch umstellen. Ach, ich hätte eben auch den Kreiselkompass aktivieren können. Oh, wir haben 1,5 Kubikmeter Wasser hier in unserem Zentralbilch, also in unserem mittleren Compartment. Das müssen wir gleich mal rauspumpen. Machen wir, wenn wir wieder auftauchen. Machen wir wieder mal so 20 Minuten unter Wasser. Gucken wir mal, ob wir irgendwas hören. Ein eingehendes Funktelegramm. Okay, ja, dann werden wir mal unseren Kommandanten an den Funk gleich schicken. Die Luke ist wasserdicht bis zu einem Druck von 16 Bar. Okay. So, der ist jetzt hier dran und empfängt, wie es aussieht. Da läuft ein kleiner Progress Bar. Herr Kaloy? Kann ich das? Ah ja, da sieht man auch einen Fortschrittsbalken, sehr gut. Hier. Wichtige Mitteilung. Mit feindlichen Aktionen auf der Seite der polnischen Bündnispartner England und Frankreich ist nicht zu rechnen. Feindliche Handel gegen sie sind bis aufs Weitere untersagt. Ah! Okay, also auf gar keinen Fall werden wir
Hat 10 EP dafür erhalten. Ah, sehr gut. Das P ist immer gut. Dann würde ich sagen... Ja, der ist ziemlich müde auch, gell? Wir lassen ihn mal eine Ruhepause machen, der seine Energie ist im gelben Bereich. Da kann sich mal der Captain mal ein bisschen ausruhen. Der Kaloin. Gut, wir waren jetzt lang genug unter Wasser, würde ich sagen. Dann würden wir wieder auftauchen. Obwohl, wo ist denn der Hoffnung? Machen wir das doch jetzt mal per Hand. Einfach, um es mal zu zeigen. Zack. So. Jawohl. Kriegt man nämlich eine schöne Animation, wie er das Ventil hier bedient. Ja, wir fahren jetzt auf halbe Fahrt. Wechseln auf Dieselmotor. Wunderbar. Wie sieht es jetzt aus mit der Moral? Immer noch ziemlich hohe Belastung, obwohl ich gar nicht so viele zusätzliche Matrosen hier verwende. Ist trotzdem die Mannschaftsbelastung ziemlich hoch, okay. Naja. Wie gesagt, gleichen wir locker aus. So, dann kannst du wieder hier den Kurs bestimmen. Hält da jetzt jemand Ausguck da oben? Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Kommandant da jetzt momentan nicht oben ist. Ah, ja, jetzt wird's größer, weil es schieben auch einfach Matrosendienst auf der Brücke hier. Der Bernhard Scholz und der David Peters, die sind bei der Brückenwache eingeteilt. Während der Kapitän sich mal mit einem Nickerchen ausruht. Ach, es ist einfach ein schönes Spiel hier. Das sieht toll aus, dieses Model, muss man echt mal sagen. Sieht deutlich besser aus, als ich es in Erinnerung habe. Auch, dass jetzt hinten der Dieselmotor Rauch macht, das war vorher nur als Modifikation irgendwie erhältlich. Und das haben sie jetzt auch im Spiel eingebaut. Ich weiß nicht, ob es im letzten Patch schon war. Sehr cool. Okay, dann machen wir einfach mal Patrouille weiter. Dann fahren wir große Kraft. Ja, komm, wir fahren mal ein bisschen schneller. Genau, fahren wir mal bis zum nächsten Knick. Melde mich zum Dienst. Ja, du bist wieder fit. Das ist super. Ja, dann machen wir jetzt wieder halbe Fahrt. Obwohl wir jetzt hier eigentlich gar nicht tauchen müssen, weil wir würden Schiffe ja weit, weit am Horizont erkennen können. Das ist ganz klare Sicht und sieht man das eigentlich auch hier unten? Hier unten war irgendwie die Sonne abgebildet und... Also ist das... Ja, die Sichtweite müsste doch jetzt eigentlich sehr weit sein, aber naja. Horchen kann man trotzdem anscheinend deutlich weiter, obwohl die Sicht so gut ist. Ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt abschießen darf, wenn es keine Franzosen oder Engländer gibt. Ich meine, meine Patrouille ist hier weit, weit weg vom Kriegsgebiet. Ah, da steht sogar Überfall auf Polen. Interessant, okay. Das hatte ich ja in der ersten Folge, glaube ich, erwähnt. Genau, da wird hier oben nämlich Danzig angegriffen. Und aus Ostpreußen hier Richtung Warschau müsste hier irgendwo in der Mitte sein. Und aus dem annektierten Tschechoslowakei. Naja, okay. Hafen von Gripaldka. Ah, sogar mit Beschreibung, toll. Ein stark verteidigter Hafen, von dem aus Schiffe sowohl im Atlantik als auch im Mittelmeer operieren können. Importierte Waren, ah, okay. Lebensmittel, Tee, Gummi, Werkzeuge. Okay, da kann man so ein bisschen gucken, was man für Versorgungsgüter dann da vielleicht versenken kann, wenn man hier in der Nähe operiert.
Das ist auch interessant. Okay. Und wir gurken jetzt einfach weiter unsere Patrouille ab. Genau. Ja. Dann würde ich jetzt doch nochmal auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe gehen. Einmal zum Lauschen. Also es ist immer noch so nach dem Update, dass wenn du ihnen mal manuell irgendeinen Job gegeben hast, wie jetzt zum Beispiel Ruhepause, und er damit fertig ist. Ach so, kann man das jetzt vielleicht hier mit dem direkten Befehl beenden? Ah, genau, das macht es also. So, du gehst mal auf Akustik. Dann könnte man das ja theoretisch so einstellen. Macht es Sinn, dass wenn ich meinem Funker jetzt einfach Ruhepause zuweise? Nee, das geht gar nicht mehr. Oder? Doch. Das hat höchste Priorität. Wenn ich den einfach hier mal Ruhepausen einordne. Dass er wenigstens irgendwann mal pennt. Obwohl er nachts schon oft öfters gebraucht wird, weil nachts was zu hören ist wahrscheinlich deutlich wichtiger als tagsüber. Deshalb machen wir es doch mal. Ist denn. Oder am besten vor der Nacht, ne? Wir machen das mal so, dass wir. Dass der um 18 Uhr ausgeschlafen ist. Dass der da mal 6 Stunden pennt, ne? Haben wir dann 3, werden 12. Dann nochmal 6 da, okay. Ah ja, das ist auch mein Sanitäter, der Schiffsobermaat. Funkgerät zu bedienen, Hydrofon liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich, okay. Kann der das überhaupt? Hat er überhaupt diese Fähigkeit? Fähigkeiten. Funker. Sanitäter. Kann medizinische Hilfe leisten, ohne einen Erste-Hilfe-Koffer zu benutzen. Mit einem Erste-Hilfe-Koffer kann er doppelt so schnell ärztliche Hilfe leisten. Ah ja, also es kann anscheinend jeder Erste-Hilfe leisten. Wenn man Erste-Hilfe-Koffer hat. Ich glaube, davon hatte ich auch in meinem Lager. Hier, wo war das Lager nochmal? Hauptlager. Genau, ich habe 4 Verbandskästen dabei. Gut. Wir hören nichts. Wir hören relativ weit. Deutlich weiter, als wir sehen können. Machen wir jetzt nochmal eine. Ja, ich meine, wir haben lange Batterien. Wir können fast die ganze Nacht hier mit rumgurken. Ah, ich bin schon wieder auf 100% Kartengenauigkeit, obwohl ich den Kreiselkompass gar nicht anhab, weil hier der Kartendienst besetzt ist. Sehr gut, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, spulen wir einfach mal ein bisschen vor. Es ist nachts. Wir tauchen auf. Ja, darf eine Ruhepause machen. So, jetzt bin ich ein paar Mal auf und abgetaucht. Jetzt sind meine Druckreserven relativ erschöpft, meine Druckluftreserven. Und das ist auch gefährlich, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Wechseln auf Dieselmotor. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, ist, wir schalten die Lenzpumpe ein. Ei, ei, Herr Kaloy.
Und da jetzt niemand am Kartendienst ist, schalten wir auch mal den Kreiselkompass ein. Und die Lenzpumpe ist also die Pumpe, die ist hier in der Ecke, die war irgendwie so weiße. Und die ist dafür verantwortlich, das Wasser aus dem Schiff rauszupumpen. Was sich dann mal so ansammelt, was über die Luke oben dann reinfließt durch Regen oder wie auch immer. Oder einfach durch Wellen, die hier durch meinen Turm durchgehen anscheinend und es keinen stört. Okay. Ja. So, die läuft jetzt. Ah ja, okay, dann die ist auch schon fertig. Da können wir die auch schon wieder ausschalten. Und wir würden jetzt mal unseren Dieselkompressor bedienen, denn wie wir wissen, der momentan sehr, sehr wenig Druckluftreserven hat, nur 14%. Genau, das kann das Auftauchen erschweren oder sogar unmöglich machen, was ganz schlecht wäre. Schalten Sie an der Oberfläche den Kompressor ein, um Ihre Druckluftreserven wieder aufzufüllen. Das tun wir jetzt auch. Wenn irgendeiner mal da Bock drauf hat. Ist das jetzt schon passiert, oder? Ja. Bestimmt noch jemanden. Walter Knoos, los geht's, Kollege. Leg mal einen Zahn zu, Walter. Ja. Ach, das ist gar nicht. Ah, nee, der hat jetzt erstmal Bock, was zu essen, oder was? Und beführt meinen Befehl nicht aus! Oder ist er das? Nö, auch nicht. Wer ist denn der Walter Knoos gewesen? Na gut, dann müssen wir halt mal den Herr Hoffmann hier bemühen. Sorry, du musst mal kurz aufstehen, Lieutenant. Ja, ich weiß, meine Druckluftreserven sind sehr leer. Das versuchen wir ja gerade zu lösen, aber irgendwie habe ich hier ein ziemlich großes Problem mit Befehlsverweigerung. Ganz schnell hier hin. Und da sehen wir jetzt an der rechten Seite, es zielt wieder nach oben. Wie mein kleines privates Apartment hier. Steuerbordwelle, das ist so die Backbordwelle. Ach, die beide Schrauben werden dann einzeln gesteuert hier anscheinend. Also da steht BP drauf, deshalb nehme ich mal an, das heißt Backboard. Da könnte dann theoretisch die eine Schraube separat steuern und dann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen zu wenden oder so. Ich glaube, dann setzt sich dann irgendwann zurück. Wir haben 8 Uhr abends, es ist stockduster. Könnte sich überlegen, theoretisch jetzt auch rotes Licht einzuschalten, aber da wir keine Feinde oder irgendwas in der Nähe haben, ist das, glaube ich, momentan etwas unnötig. Dann gehen wir in den Kartenmodus und spulen mal vor. So, Druckluft ist aufgeladen, da können wir den... Ach, der geht, hat automatisch jemand den ausgemacht auch. Sehr gut. Und hat sich jemand drum gekümmert. Also ein bisschen Automatisierung.
gibt es schon. Obwohl wir eigentlich einen ziemlich hohen Realismusgrad eingestellt haben. Finde ich gut, auf jeden Fall. Also das Spiel lässt da nicht komplett allein hier. Kreiselkompass ist an. Kartengenauigkeit ist über 90%. Das ist gut. Okay, er speichert. Wunderbar. Ja, wir müssen unsere Batterien ein bisschen aufladen jetzt. Ist ja kein Problem. Dann ich glaube auch, umso schneller man fährt, umso schneller laden sich die Batterien auf. Also momentan ist es jetzt 28,5. Wenn ich jetzt Gas geben würde, ist es 31,7. Also das macht schon Unterschied. Ein bisschen, wie schnell man fährt. Okay. Schneller, schneller! Ja, also ich glaube, das wird eine eher unspektakuläre Patrouille, deshalb werde ich das jetzt einfach mal ein bisschen durchballern. Aber es ist wahrscheinlich schon wichtig, dass ich hier ab und zu schon mal den Funkbereich auch überwache, falls ich irgendwelche Telegramme bekommen sollte oder so. Das sind, glaube ich, nur die Radiostationen, ne? Ups. Wollte ich nicht machen, dass ich muss alles sein. So. Ja, fahren wir halt mal ein paar Tage hier an der Oberfläche rum. Ah, da haben wir noch was auf der Karte, was wir löschen müssen. Neue Funktelegramme. Interessant. An alle U-Boote! Englische Schiffe sind sofort als feindlich anzusehen. Alle U-Boote der ersten Welle werden angewiesen, Frachter nach den Bestimmungen der Prisonordnung oder Prisenordnung anzugreifen. Was war denn die Prisenordnung? Muss ich mal nachgucken. Solange die Prisenordnung gilt, dürfen Frachtschiffe, die unter englischer Flagge fahren, ohne Vorwarnung angegriffen werden. Oberkommando Marine heißt OKM, glaube ich. Feindseligkeiten mit Großbritannien. Okay, dann hat sich jetzt wieder alles geändert. Wunderbar. Ja, okay. Gut zu wissen. Wir haben jetzt 12 Uhr. Okay, wir fahren jetzt nochmal bis um 3 Uhr an der Oberfläche entlang. Genau, und dann schicke ich jetzt meinen Funker mal zur Ruhe, dass der ausgeruht ist, dann abends um 6. So, und dann würde ich nämlich jetzt mal Periskoptiefe geben. Dann tauchen wir mal unser Boot. Und der Kollege überwacht den Funkbereich. Wir schalten den Kreiselkompass aus, damit er auch was hören kann. Jetzt wird er schon erledigt. Der Knot, der geht, der hat eigentlich gar keinen Dienst, oder? Der Weber hat eigentlich keinen Dienst mehr. Der empfängt schon wieder was? Oh! Wechseln auf Zero-Tiefe. Feindseligkeit mit Frankreich. Okay, Frankreich befindet sich seit heute 17 Uhr gegen uns im Krieg. Defensive Aktionen gegen französische Kriegsschiffe und Frachter sind erlaubt. U-Boote dürfen keine Schiffe unter französischer Flagge aufbringen oder angreifen. Selbstverteidigung ist erlaubt. Ich weise darauf hin, dass alle Schiffe des Vereinigten Königreichs ebenfalls als feindlich zu betrachten sind. Räder. Das war auch ein Admiral der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Okay. Bestätigen. Dann würdest du jetzt mal die Station verlassen und... Sehr wohl, Herr Kalloy. Ja, hier habe ich halt überhaupt keine Ahnung, was man hier machen soll. Was?
Statt da eben, das Hydrofon ist sehr unzuverlässig. Ah, man soll tiefer tauchen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen. Er ist am Angriffsperiskop. Ja, da waren wir auch noch gar nicht drin. Okay. Das wollte ich nicht. Ich kann auch jetzt hier die. Genau. So, und dann kann man das auch. So fixiert man. Okay. Kann ich das auch hoch und runter? Ja, ja. Ah, das sieht jetzt ja auch schon viel besser aus. Das wurde auf jeden Fall erneuert hier, diese kleine Interface zum Hoch- und Runterfahren des Periskops. Wenn man die Shift-Taste runterhält und A, ESD, kann man auch um sich drehen und kann hoch und runter gucken. Und die Zoom-Stufe hier verändern. Ist jetzt sehr weit gezoomt, genau. Und so kann man schnell rumgucken. Hallo Sonne! So! Ja, aber wir sehen momentan... Außer Wellen und Himmel... Oh, was war das? Okay. Nicht so viel. Mhm. Ah, ja, aber das sieht doch schon mal schick aus, dieses Periskop. Man, alle meine Torpedos sind vorgewärmt, deshalb werden sie rot angezeigt. Daran erinnere ich mich noch. Aufschlagzünder, Magnetzünder. Unterschied war, dass Magnetzünder vor dem Ziel schon explodieren kann, irgendwie, glaube ich, ne? Und Aufschlagzünder natürlich nur beim Treffen. Genau, hier damit identifiziert man. Das sieht auch ein bisschen überarbeitet. Ah, man kann... Ah, das ist deutlich besser. Genau, vorher musste man mit diesem Umblättern jedes einzelne Schiff immer umblättern. Und jetzt könnte ich einfach Tanker... Ah, das ist besser. Okay, die sind nämlich jetzt alle... gruppiert. Und dann könnte ich auf Korvette oder Zerstörer gehen, um mir alle... Ah, das ist eine tolle Erneuerung. Das gefällt mir sehr gut. Das macht es deutlich einfacher, schnell den Schiffstyp auszuwählen, um dann schnell das Schiff auszusuchen, was man glaubt, identifiziert zu haben. Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Neuerung. Die Uhr sieht immer noch sehr ähnlich aus, mit einer Beschreibung, wie man die Geschwindigkeit des Zieles ermittelt. Genau. Positionieren Sie den Zeiger, um die Gegnerlage einzustellen. Daher den Winkel, in dem Ihr U-Boot aus der Sicht einer Person am Bug des Zielschiffes zu sehen ist. Auf Seerohrtiefe. Mhm. Ah, das verstehe ich. Positionieren Sie den Zeiger, wie das Zielschiff zu sehen ist. Auf wie viel Grad? Um den Kurs des Ziels zu ermitteln. Also das kenne ich. Also wenn das Schiff jetzt zum Beispiel, ich gehe mal wieder auf 0, vor mir von links nach rechts fahren würde, dann würde ich das auf 90 Grad stellen, weil jemand von dem Schiff würde in einem 90 Grad Winkel auf mich, nach rechts auf mich gucken. Also Steuerbord. Das ist die Methode, die ich immer gewählt hatte. Okay. Und das Geisterbild, genau, da kann man die Distanz zum anvisierten Schiff dann... Okay. Rausfinden oder errechnen. Ja. So, gut, da haben wir uns damit mal ein bisschen vertraut gemacht. Aber was wir eigentlich ja machen wollten, ist... Kapitän. Auf sehr hoher Tiefe.
Machen wir mit. Gehen wir hier rüber. Wir bedienen mal das Echolot. Oh, nur 20 Meter. Da können wir gar nicht so tief tauchen. Also ich will mindestens 10 Meter Wasser unterm Kiel haben. Also könnte ich jetzt mir es erlauben... Ja, nochmal auf... Gehen wir mal auf 15 Meter Tiefe. Okay, Ziel ist 15 Meter. Okay, es wird angepasst. Ich glaube, das liegt daran, dass... 20 Meter. Dass ich da vielleicht mehr Matrosen zuweisen soll. Ah ja, okay, jetzt habe ich noch 13 Meter unterm Kiel. Das müsste ich jetzt eigentlich, müsste ich den Boden sehen können, oder? Das ist ein bisschen dunkel dafür. Da sieht man nicht viel, das ist ziemlich dunkel. Auf Seerohrtiefe glaube ich nicht, Kollege. Und der Kapitän guckt durchs Rohr einfach in den Ozean, weil das Rohr nicht weit genug hochfahren kann, um diese Tiefe zu überbrücken. Das ist auch ein bisschen sinnlos. Das brauchst du nicht machen, Kollege. Wir lassen uns mal, verlass mal deine Position. Offizier? Alle Abteile trocken, okay. Aber so wirklich was höher. Ja, der Meier will auch was gucken. Ja, das macht eigentlich wenig Sinn, ne? Dass die Leute sich da jetzt an diese Position setzen, um. Das hat er jetzt auch aufgegeben, der Meier. Naja, doch, der Meier, der hat da Bock, einfach in den Ozean zu gucken. Vielleicht ist er Meeresbiologe und hat ein bisschen Forschungsauftrag, keine Ahnung. Aber er hat gemerkt, das läuft nicht, also... Was macht er denn? Na gut, er ist sich noch nicht so ganz sicher, was er machen soll, habe ich das Gefühl, der Meier. Ah. Okay, bei dem AI ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, muss ich sagen. Einer hat sich jetzt auch ans Funkgerät gesetzt, der Lorenz. Interessant, okay. Ah, hier, meine... Ah, da sehe ich auch... Ja, stimmt, kann ich ja reingucken, was sie machen. Funkraum, Reinigung, Kombüse, Tiefruderstation... Ich glaube, man kann auch, Ingenieure sind zum Beispiel, glaube ich, ganz gut auch für Vertiefen oder? Da war doch irgendwas, war das nicht so? Bedienung war, Bedienung, ja, da steht Bedienung dabei. Ich glaube aber, dass die Jungs auch irgendwie Fähigkeiten... entwickeln können, um besser Tiefenruder zu bedienen. Ich glaube, wenn man das macht und da sind dann irgendwie mehr Leute zugewiesen, dann ist das einfach exakter. Also das macht auch zum Beispiel Sinn, wenn man dann irgendwelche Schiffe bei Tageslicht oder sowas verfolgt und man will unbedingt die Tiefe halten, ist es besser, glaube ich, wenn man dann wirklich einen Offizier auch dann da zuweist, der darauf achtet, dass die Tiefe exakt gehalten wird, weil er das einfach besser kann. Irgendwie so hat er mal was, glaube ich. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Gut, aber... Oh mein Gott, was ist denn das für eine Horschreichweite jetzt? Das ist ja Wahnsinn. Ah, obwohl, wir hatten schon über 100, ne? Das ist jetzt nur 83 Kilometer. Aber wir hören jetzt erstmal nichts. Aber das ist nicht so schlimm. Wir würden jetzt einfach mal... Warum der Weber auch hier... Warte mal, direkte Befehle beenden.
Na, dann geht der wieder automatisch an den Funk. Aber warum der Weber jetzt hier Nachtdienst schiebt ab am 18 Uhr, das ist doch eigentlich, habe ich doch gesagt. Herr Weber, ab 18 Uhr haben Sie eigentlich dienstfrei. Aber der macht dann einfach weiter, weil er jede Aufgabe machen könnte. Und der andere wird dadurch geschont, aber wäre dann frei für andere Aufgaben. Der hat dann wahrscheinlich auch schon Torpedos vorgewärmt und so weiter. Deshalb sind die auch alle rot gewesen im Periskop, weil der sich dann drum gekümmert hat, vielleicht. Was gut ist. Aber es wäre natürlich super, wenn der hier irgendwann mal sich ausruhen würde, damit er für seinen. Obwohl, er würde ja die 6 Stunden. Dann trotzdem vor seiner Shift da immer einhalten. Hätte ich jetzt einfach vielleicht mal nicht klicken sollen. Warte mal, ich kann ja wieder. Ah, ich habe momentan keine direkten Befehle. Ah, ist es vielleicht hier, dass man das dann abändern kann, damit die Leute das dann manuell bedienen? Schotten schließen, dann werden alle Zwischentüren geschlossen. Das ist gut, wenn du irgendwie Wassereintritt hast, nehme ich an. Und Alarm ist klar. Gut, aber wir spulen jetzt einfach noch mal ein bisschen vor. Ach so, geh mal hier ans Horchen. Wir hören nichts. Wir würden jetzt mal auftauchen, weil die Luftqualität wird langsam schlecht und auch unsere Batteriekapazität geht zur Neige. Weber kümmert sich drum. Wechseln auf Dieselmotor. Genau, da kann, wenn ich jetzt den auswähle, kann ich ihm zu den Befehl Befehl geben, Dieselmotor zu machen. Nee, macht er aber nicht. Gut, dann können wir auch mal den Kreiselkompass anschalten. Irgendwie mit dem Dieselkompressor, da haben sie irgendwie keinen Bock drauf, ne? Sind mal die Tür zu. Achso, ich könnte mir jetzt befehlen, da die Schotte zu öffnen. Okay. Macht er das dann auch? Öffnen. Naja, okay. Go, go, go. Kaloin, sehen Sie zu. Ah, dieses Dreieck. Ah, das ist auch neu, dass da irgendwie angezeigt wird, was gekocht wird. 32 Tage inklusive Lagervorräten. Okay, getrockneter Fisch. Andere Richtung. Ist was los hier im Maschinenraum? Matrosen, ich muss mal hier schnell hinter und in diesen Kompass. Kreiselkompass ist an. Lenzpumpen brauche ich, glaube ich, nicht. Beeinträchtigung des Auftriebs, 0,2 Kubikmeter Wasser, das ist gar nichts. So, dann erhöhen wir die Geschwindigkeit. Oh, ja, kommen wir vor. Nehmen wir große Fahrt vorausfahren, um unsere Batterien ein bisschen schneller zu laden. Kraftstoff haben wir mehr als genug. Dann machen wir das mal. So, dann sind die Batterien wieder voll. Es ist 3 Uhr nachts. Ich würde etwas entschleunigen und dann nochmal einen Tauchvorgang machen. Oh, ah, nicht Alarm tauchen, nein. Auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. So. Mal hier hin.
mein. Obwohl, es ist ja besetzt, ne? Also. Aber meine Horschreichweite ist ganz niedrig. Ach nee, der hatte das Funkgerät besetzt. Okay, nee, dann Akustik bitte überwachen. Auf Rohrtiefe. Und wir wollten nochmal schnell nachsehen, was die aktuelle. 38 Meter. Auch immer noch so seicht irgendwie. Obwohl ich hier mitten in der Nordsee rumgurke. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mindestens geschätzt, dass das hier mal so 100 bis 200 Meter tief ist. Aber dem ist gar nicht so. Hm. Interessant. Das kann man doch ja sogar fast tauchen. So als normaler Taucher. Ach, das kann Bilge prüfen. Ah. Ich kann Wasser mitnehmen. Okay. Und jetzt kann ich das, So, ich bin auf Seerohrtiefe, das wird schwierig. Ja, wir gehen nochmal ein paar Meter nach unten. Also, wie er jetzt einfach Wasser hier in seinen Rucksack reingepackt hat, ist auch eine gute Frage. Aber. Naja, vielleicht ist es ja in einer tragbaren Form. Nehmen wir mal so hin. 20 Meter. Noch 20 Meter Ding unter dem Kiel. Dann schauen wir mal. Wir hören aber nichts. Okay, dann fahren wir nochmal. Bis um 6 Uhr morgens unter Wasser. So, ja, dann würde ich mal sagen. Auftauchen. Anblasen. Und du darfst Pause machen. Hey, hat er sein Wasser nicht mehr im Inventar? Ist es wieder hier? Wechseln auf Dieselmotor! Ja, warum? Nimm's mal mit. Ich will mal gucken, ob ich das jetzt hier auf der Brücke irgendwie loswerden kann. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Ich glaube, das ging es vorher. Weiß ich nicht. Wunderschönes Wetter an Deck. So. Und jetzt? Oh, nicht ungefährlich. Hat er es jetzt überhaupt noch im Inventar? Nee, es ist jetzt schon wieder hier unten drin, ne? Also es läuft dann einfach aus dem Rucksack wieder raus ins Boot, oder was? Ich weiß keine Ahnung. Egal, wir schmeißen auf jeden Fall mal die Lenzpumpe an, weil irgendwie müssen wir ja mal das Wasser hier rauskriegen. Ach so, genau. Und unseren Dieselkompressor, den irgendwie keiner bedienen will. Ich probiere es nochmal. Vielleicht habe ich auch niemanden in der Mannschaft für sowas eingeteilt. Kann das vielleicht das Problem sein? Zentralmarkt. Was ist das? Was mir da fehlt? Was macht der? Funkraum. Tiefenruder machen. Rudergänge? Was ist der Unterschied zwischen Rudergänge und Tiefenruder? Keine Ahnung. Kombüse ist klar, das ist Smu. Beobachtungsperiskop ist so klar, Reinigung ist logisch, Dienst am Brückenbach ist klar. Dienstmaschinenraum. Mhm. Ein Ausschalten von Geräten gibt's auf jeden Fall. Schotten öffnen und schließen gibt's auch. Ja, das ist die Frage. Warum keiner Bock hat, den. Ah! Jetzt ist er an. Das hat es anscheinend doch jemand gemacht. Und das füllt sich auch auf. Komisch. Vielleicht wirklich, weil die Tür per Hand geschlossen war? Maybe? Wenn sie manuell schließt, gehen sie nicht mehr da rein und raus? Sein. Gut.
unsere Batterien laden. Wir können mal. Ups, nein, nicht vorfliegen. Bleiben an der Oberfläche. Mal ein bisschen schneller hier, bis zur nächsten Kurve. Auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe. Wechseln auf E-Motor. Ja. Ich würde das jetzt einfach mal hier ein bisschen durchballern, oder? Wir fahren. Oh! Wir fahren hier die ganze Zeit unter Wasser. Okay. Jetzt können wir aber mal was versuchen. Und zwar, jetzt haben wir relativ schlechte Luftqualität. Und wir haben niedrige Batterien. Okay. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Okay, dann machen wir mal halbe Fahrt voraus. Und machen den Kreiselkompass aus. Und machen die Ventilation an. So. Wir könnten theoretisch auch noch auf blaues Licht auf wechseln. Tiefe. Dann würde der Sauerstoffverbrauch auch geringer. Ah, Agua. Keine Schleichwerbung gemacht, oder? Hm. Ah, wir hören das Geräusch der Ventilation, die hier läuft. So, und jetzt... Ah, genau. Er verbessert sich unsere Luftqualität. Ventilation verbraucht... Oho! Ja, ordentlich. Also eben hatten wir noch anderthalb Stunden. Jetzt geht die Zeit doch deutlich runter. Nur noch 40 Minuten. Und dann, das ist richtig schlecht. Also wenn wir... Wenn wir keine Batterien mehr haben unter Wasser, sinken wir dann einfach. Wäre mal interessant rauszufinden. Nee, wir bleiben dann einfach stehen. Wir könnten theoretisch dann noch mit der Druckluft auf Seerohrtiefe und wieder auftauchen. Müsste eigentlich funktionieren. Ah ja, aber jetzt wir sehen durch die Ventilation erhöht sich die Luftqualität wieder. Ist aber ein Problem, weil Ventilation ist sehr laut. Oh, ich habe auch überhaupt keinen für meinen Akustikraum zugewiesen. Hier bin ich die ganze Zeit unter Wasser. Ups! Funkgerät wird überwacht. Das ist gut. Was ist die Kartengenauigkeit? 100%. Da sind wir auch im guten Bereich. Da habe ich alles. Es gibt schon einige Sachen zu beachten bei dem Spiel. Auf jeden Fall. Da gibt es schon das ein oder andere. Oh, ich sehe gerade meine Kamera. Mein Bild flackert etwas im Hintergrund. Das ist nicht so gut. Das gucken wir uns mal ganz kurz an, warum das so ist. So, das ist natürlich nicht so schön, ne? Flackert aber immer noch ein bisschen, ne? Damit nicht ganz so zufrieden hier. Gut, aber wir sollten unbedingt mal auftauchen. Wir hören jetzt auch hier nichts in der Nähe. Das scheint relativ sicher zu sein. Dann... löst sich jetzt alles. Okay, die Ventilation können wir jetzt ausschalten. Den Dieselkompressor können wir anschalten.
Und ja, den Kreiselkompass kriegen wir auch. Oder brauchen wir den momentan? Ne, wir haben 100% Kursgenauigkeit nötig. So, Frischluft! Da lädt sich das schnell wieder auf. Meine Haare werden durchsichtig durch die Wellen. Oh Mann. Gut. So, ja. Dann würde ich sagen, haben wir wieder eine Stunde, glaube ich, jetzt drin. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. Oder ungefähr eine Stunde, genau. Wobei, das kann ich sogar sehen, glaube ich. Hier, wenn ich mal kurz hier rüberblicke. Ja, genau eine Stunde sogar. Perfekt. Ja, da würde ich mal sagen, kriege ich hier mal ein Safe Game. Und wir nennen das mal die erste. Nicht Ö, sondern die erste Feindfahrt Nummer 2. Bestätigen. Ah, ich habe die Konsole aufgemacht hier. Das geht mit der Ö-Taste. Okay. Sehr gut. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mal gucken, was mit meiner Kamera da los ist. Das ist auf jeden Fall sehr strange. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und subscribed. Ciao, ciao.